Ja, hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um das Thema linearer Spannungsregler. Man bekommt hier in verschiedenen Bauformen hier zu kaufen, fertig, verpackt. Hier zum Beispiel 7905, ein 5 Volt Regler, minus 5 Volt Regler oder hier einen anderen TO92 Gehäuse. Also je nach Leistungsklasse kriegt man diese fertig gekauft und die haben praktisch einen Eingang, einen Ausgang und einen Masseanschluss. Und die Frage ist, wie funktionieren die eigentlich? Und das möchte ich hier mal kurz erläutern. Zunächst einmal gehen wir davon aus, dass wir hier eine Eingangsspannung haben, die nicht geregelt ist, also die auch nicht wirklich gut stabil ist. Also es kann sein, dass es eine Batterie ist oder dass es vom Netzteil kommt, vom Trafobrückenrichter und Siebelko, diese Eingangsspannung. Und am Ausgang möchten wir aber eine geregelte, feste Spannung erzeugen, weiß ich, 5 Volt für Mikrocontroller oder sowas, die auch sich dann nicht ändert, wenn die Eingangsspannung hier schwankt. Was macht man da? Das Erste, was man machen muss, ist, man muss dauerhaft natürlich diese Ausgangsspannung messen, um regeln zu können. Und geregelt oder verglichen wird letztendlich mit einer Referenz, hier in dem Fall die Z-Diode zum Beispiel. Und je nach Differenz wird praktisch der Transistor, der jetzt hier eingezeichnet ist, aufgesteuert oder weniger aufgesteuert. Vielleicht mal jetzt im Detail. Also wir haben hier auf der einen Seite, auf der linken Seite hier die Differenz mit der 10er-Diode. Und hier ist praktisch die Z-Spannung, die abgegriffen wird. Und jetzt könnte man ja sagen, na gut, die Z-Diode hat ja auch schon einen festen Wert, also 5,1 Volt oder irgend sowas. Das ist richtig, allerdings ist das hier keine Regelung. Also der Widerstand in die Z-Diode, das ist nicht geregelt. Wenn ich also an die Z-Diode eine Last hänge, dann bricht auch irgendwann die Z-Spannung zusammen. Die dient also hier nur als Referenz, ist auch nicht belastet, weil der Strom, der jetzt hier in diesen Komparator, so nennt man hier dieses Gebilde, reinfließt, ist annähernd null. Also wir können davon ausgehen, dass die 10er-Spannung oder 10er-Diode hier nicht belastet wird. Das ist also unsere Referenz. Und diese Referenz wird verglichen mit der Ausgangsspannung, beziehungsweise in diesem Bild mit einem Teil der Ausgangsspannung. Denn ich habe hier zwei Widerstände eingezeichnet, sodass ich nur einen Teil der Ausgangsspannung hier an dem invertierenden Eingang des Komparators habe. Beide Widerstände sind gleich. Ich zeichne das einfach mal so an als R. Das heißt, beide haben den gleichen Wert. Das heißt also, ich messe sozusagen hier den halben Wert der Ausgangsspannung und vergleiche das mit der Referenz. Wenn jetzt die Ausgangsspannung niedriger ist als die Referenz, beziehungsweise die Hälfte der Ausgangsspannung niedriger ist als die Referenz, dann würde ja der positive Eingang höher sein als der negative Eingang. Und damit würde hier der Transistor aufgesteuert und würde diese Spannung U-Aus erhöhen. Und das würde so lange sich fortsetzen, bis hier eine kleinste Differenz auftritt, sodass dort eine komplette Regelung stattfindet. Dazu nochmal im Detail. Da möchte ich mal gerne so den zeitlichen Ablauf zeigen. Und zwar einen zeitlichen Ablauf, der wirklich extrem Slow Motion ist, also innerhalb von Attosekunden sozusagen abläuft. Und zwar schalten wir mal hier ein, die Eingangsspannung. Das wäre also hier die erste Zeile. Dann sieht man, okay, die 10er-Spannung ist 2 Volt. Aber dadurch, dass die Bauteile nicht unendlich schnell sind, sage ich, okay, die Ausgangsspannung ist 0 Volt. Dann ist demnach auch die U-, also die Spannung hier an dem invertierenden Eingang, auch 0. Und die Differenzspannung hier ist 2 Volt. Damit würde der Transistor aufgesteuert und jetzt die Ausgangsspannung erhöhen. Nehmen wir mal an, die steigt jetzt hier ja, auf 2 Volt, dann haben wir eine bestimmte Differenz. Aber gehen wir mal auf 3 Volt hier zum Beispiel, Ausgangsspannung 3 Volt. Dann haben wir ein U minus 1,5 Volt und wir haben immer noch eine Differenz von 50 Millivolt, sodass der Transistor weiter aufsteuert. Jetzt haben wir meinetwegen einen nächsten Wert von 3,9 Volt am Ausgang. Das heißt, die U minus ist 1,95. Wir haben jetzt nur noch eine Differenz von 50 Millivolt. Hier zwischen den beiden Eingängen vom Komparator, vom Vergleicher. Gut, dann sagen wir, jetzt steigt die Spannung nochmal ein Stück an, also der Transistor steuert nochmal ein bisschen weiter auf, sodass die Ausgangsspannung auf 3,98 geht. Dann haben wir eine U minus hier von 1,99 Volt und wir haben nur noch eine Differenz von 10 Millivolt. Und jetzt nehmen wir mal an,
Ja, sie steigt nochmal ein Stück an auf 3,99 Volt, die Ausgangsspannung, sodass wir bei U- auf 1,995 Volt kommen und haben hier eine Differenz zwischen diesen beiden von 5 Millivolt. Und wir nehmen einfach an, dass bei diesen 5 Millivolt dieser Komparator umkippt. Das heißt also, dass hier nichts mehr rauskommt. Dann würde in dem Moment in dieser Situation hier der Transistor nicht mehr angesteuert und die Ausgangsspannung würde etwas runterfallen. Nehmen wir mal an, die fällt jetzt runter auf 3,98 Volt, dann hätten wir wieder hier 1,99 Volt und dann wieder 10 Millivolt, dann würde er wieder aufsteuern und das würde er hier praktisch dauerhaft machen. Man sieht also, im ganz kleinen Bereich steuert er auf und wieder zurück und damit regelt man praktisch den Ausgang. Und man sieht auch klar, die 2 Volt Z-Spannung werde ich hier an dem invertierenden Eingang niemals erreichen. Das ist praktisch, wenn man jetzt das regelungstechnisch betrachtet, ein P-Regler. Dieser Abschnitt hier ist ultraschnell, also den kann man weder messen noch sonst irgendwas, aber soll mal zeigen, wieso die Spannung sich ergeben und dass er dann auch wirklich regelt. Und ich bin ja einfach davon ausgegangen oder habe einfach eine Annahme getroffen, bei 5 Millivolt kippt dieser Komparator um. Das ist also definitiv nicht bei 0 Volt Differenz, sondern wirklich bei einer kleinen Offset-Spannung kippt der um und gibt nichts mehr raus. Und so kann man das dann mal zeigen. Wenn man diese Schaltung jetzt auch so sieht, ist es so, dass der Eingangsstrom, man sieht es ja auch hier, der Transistor steuert ja durch. Die Ströme, die jetzt hier durch die Widerstände und hier vorne abfließen, sind vernachlässigbar klein, dass praktisch der Eingangsstrom gleich dem Ausgangsstrom entspricht. Wenn man jetzt hier eine Last dranhängen würde, das habe ich hier nochmal notiert, I-In gleich I-Out oder I-Eingang gleich I-Ausgang. Und der Wirkungsgrad ist P-Out durch P-In, ganz normal, Standardformel. Hier in dem linearen, beim linearen Spannungsregler ist es allerdings so, da habe ich ja U-Out durch U-In mal I-Out durch I-In und dadurch, dass die beiden Ströme praktisch gleich sind, habe ich den Wirkungsgrad bei dem Linearregler entspricht der Ausgangsspannung durch die Eingangsspannung. Das heißt also, der Wirkungsgrad ist nur abhängig von der Differenz zwischen Eingang und Ausgang. Man sieht auch hier, der Wirkungsgrad ist wirklich schlecht, wenn es eine hohe Differenz gibt. Also wenn ich meinen Finger 20 Volt habe und runterregeln will auf 3,3 Volt, dann ist der Wirkungsgrad extrem schlecht. Das heißt, alles, was da übrig bleibt, wird hier drin in Wärme umgewandelt. Will man ja oft nicht haben. Also muss man sich dann was anderes überlegen, Schaltregler zum Beispiel. Wenn aber die Differenz doch gering ist, meinetwegen von 5 auf 3,3 Volt, dann kann man durchaus einen linearen Spannungsregler verwenden. So, nach so viel Theorie hier mal der praktische Teil. Ich habe hier diese Schaltung mal so aufgebaut. Der Transistor hat hier natürlich noch einen Basisvorwiderstand. Ich habe hier auch 6,2 Volt 10er Diode genommen und 2 10 Kilo-Ohm hier. Wenn also die Referenz 6,2 ist und ich habe hier 2 10 Kilo-Ohm, müsste also als Ausgangsspannung in etwa 12 Volt rauskommen. Die Eingangsspannung hier kann man hier links erkennen. Hier rechts ist die Ausgangsspannung. Ich drehe jetzt mal die Eingangsspannung hoch. Wie gesagt, bei 12 Volt ungefähr sollte er hier die Ausgangsspannung einstellen. Also die Eingangsspannung muss natürlich über 12 Volt liegen. Jetzt habe ich sie bei 12. Man sieht hier, die kann regelt im Moment auf 10,55, was aber eigentlich keine Regelung ist. Die Eingangsspannung ist noch zu niedrig. Jetzt 11,55 und wenn ich jetzt bei 14 bin, hat er 12,55. Und wenn ich jetzt höher gehe, gut, da geht er noch ein bisschen höher auf 12,6. Aber danach ist praktisch Schluss. Also ich kann jetzt hier auf 23 Volt gehen und der ist jetzt praktisch hier bei 12,6. Und in dem Bereich regelt er dann also nicht. Wenn ich jetzt hier runtergehe, wieder hat er eine konstante Ausgangsspannung. Das heißt, wenn ich jetzt den Eingang hier, wenn ich den jetzt also hin und her bewege und sehr instabil mache, bleibt die Ausgangsspannung trotzdem stabil. So, in dem zweiten Versuch habe ich jetzt hier mal eine kleine Belastungsprobe. Ich habe jetzt hier, wie man sieht, die 12,67 Volt, auf was sich dieser Regler jetzt im Moment einstellt. Ich habe hier einen Lastwiderstand und wenn ich jetzt hier einen Strom fließen lasse, hier sieht man also den Strom, 80 Milliampere, bleibt die Ausgangsspannung bei 12,67 Volt. Also er regelt wirklich nach und
die Schaltung funktioniert so ganz gut. Ja, das war's zu diesem Thema und ich wünsche viel Spaß dabei. Tschüss.